Jetzt sind wir wieder da. Medizinische Physik, es geht weiter und zwar Teilthema Viskosität. Viskosität kann man übersetzen mit Zähflüssigkeit oder Zähigkeit von Flüssigkeiten und Gasen. Ich werde immer Fluide sagen. Nochmal zur Erinnerung und guckt nochmal in das alte Video, falls ihr jetzt hier direkt einsteigt und das vorher, nicht das alte, das vorherige Video und das nicht ganz so mitgekriegt habt. Fluide sind Flüssigkeiten und Gase. Ich werde hier oben den Link dafür anfügen, damit ihr euch das nochmal angucken könnt. Dieses Video wartet dann. Man kann sagen, Viskosität ist auch der Widerstand eines Stoffes gegenüber Scherung. Scherung wird in dem vorigen Video behandelt. Nochmal unser Beispiel. Scherung tritt zum Beispiel auch bei Gasen auf. Und ich habe, jetzt nehmen wir an, das Gas würde immer dicker werden, dann würde es sich das nicht mehr so leicht gefallen lassen, hier irgendwelche Störungen zu kriegen. So kann man sich Widerstand gegenüber Scherung auch erklären. Ich komme dann zu Newtonschen Flüssigkeiten, aber das machen wir dann. Also nochmal wichtig ist, je viskoser, umso zäher oder unbeweglicher ist ein Stoff, ein Fluid, ne, Gas oder Flüssigkeit. Nebenbei gesagt, wenn ihr mal den Begriff lest, leicht bewegliche Flüssigkeit, zum Beispiel Alkohol ist eine leicht bewegliche Flüssigkeit, dann sagt man dazu auch, das ist eine fluide Flüssigkeit. Also das Gegenteil von viskos, zäh, ist fluid. So. Und jetzt wird es erst richtig spannend und das machen wir dann wirklich in einem neuen Video, denn dann werden wir drastische Unterschiede zwischen solchen Geschichten feststellen. Es geht also weiter mit Newtonschen Flüssigkeiten bzw. nicht-Newtonschen Fluiden. Und das wird, kann ich wirklich versprechen, echt spannend. Ich habe da noch ein schönes Beispiel dabei, da kann man sich totlachen bzw. selber ausprobieren. So, jetzt müssten die Links zum Schluss hier erschienen sein, was das alles aussagt und was es da für spannende Effekte gibt. Bis dann, gleich. Also, tschüss.